Yo, moin, ihr Flit und heute mit Ratten und Rädchen und herzlichst willkommen zurück zu Two Point Hospital. Hier mit dem Chefarzt Dr. Vavurik. Servus und hallo, und Danu ist auch dabei. Moin, Set. So, ja. Hast du Le Flit gesagt? Du hast es doch nicht. Es wäre sonst niemandem aufgefallen. Ich habe eigentlich irgendwas mit Tüt gesagt, aber. Lev Tüt. Hallo, liebe Tüten da draußen. Habt ihr auch heute Tütchen heute schon gedreht? Oder? Nice. Läuft. Weißt du, was wir jetzt mal machen? Wir machen mal alle Preise wieder wie beim letzten Mal 10% drauf, damit wir nicht aus den Schulden kommen. Also es ist jetzt schon Monat 3 oder 4 in Folge, wo es eigentlich immer nur schlimmer wird. Ja. Kannst du dir nochmal ganz kurz die allgemeinen, diesen grünen Raum, allgemeine Medizin oder wie das heißt, angucken? Die Warteschlange. Okay, der Einser geht dumm rum. Zwei ist auch da. Ich suche gerade die drei. Wo sind die? Ah, das drei ist auf der Toilette. Okay. Vier ist da. Fünf, es dauert einfach nur so lange. Drum sitzen die ewig lang. Okay. Ja. Wir haben nämlich gelesen, dass, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt in der Aufnahme besprochen haben, aber dass die Warteschlange eingehalten wird, genau. Das heißt, die können derweil auf der Toilette sein und bleiben immer noch, behalten ihren Platz in der Warteschleife. Genau. Warteschlange. Also wenn jetzt zum Beispiel hier als nächstes kriegen wir jetzt die, ich weiß gar nicht, warum die 1 gar nicht reingeht die ganze Zeit. Na, ich glaube, da kommt nicht rein, oder was? Jetzt. Klopf, klopf. Jetzt. So. Also jetzt nehmen wir mal an, die Nummer 2, die jetzt hier gerade aufsteht, die rennt jetzt zur Toilette und käme jetzt aber dran. Die 3 dürfte nicht reingehen, bis die 2 drin ist. Ja, bis dann die. Also diese Wegfindung ist dezent dämlich teilweise, wie sich die über den Weg laufen. Ja. Daher haben wir es jetzt diesmal hier schon ein bisschen großzügiger eingeplant, finde ich alles. Ja, finde ich auch. Wie sich der freut, gerade beim Süßigkeiten-Spender. Eine Süßigkeit. Jetzt kommen hier die ganzen Krankheiten an, die wir noch gar nicht behandeln. Alter, ich glaube, wir brauchen einen Kredit, weil wo sonst wird das... Maus! Rechts. Maus! Maus! Hier ist gar nichts los, da war am Anfang was. Sollen wir einen Kredit nehmen? Dabei geht gar nichts weiter. Ja. Bräuchte dann auf jeden Fall eine zweite Allgemeinmedizin recht bald. Ja. Sollen wir mal. Maus! Was wurde denn jetzt? Oben. Ja. Na, wann war. Ich will diesen Monat mal abwarten. Vielleicht wirken ja jetzt die Preiserhöhungen auch. Super, in 5 Tagen kommt die Bewertung. Hier ist im Prinzip nur Chaos. Nee, das wird immer mehr. Letzter Monat sind wir mit 20.000, jetzt sind wir bei 24.000. Ich nehme gleich den ganz großen Kredit über 100.000, weil hier beim anderen geht die Hälfte schon nur allein nur wegen den Schulden gerade drauf. Ja. Magst du den einen vielleicht raushauen aus dem Krankenhaus, der gerade ausblutet auf der Toilette? Warte. Je nachdem, wie viel Gesundheit er noch hat. Er könnte es vielleicht gerade noch so rausschaffen. Muss wohin? Psychiatrie. Okay. Ja, wir haben keinen Arzt mit Psychiatrie halt, also Pech. Ja. Immer noch nicht. Ja, dies ist schlecht. Dies ist ganz schlecht. Okay. Logische Herangehensweise. Kopieren, oder? Stimmt, das können wir auch machen. Die gesogt. Sollen wir den anderen auch noch rein kopieren? Den dritten? Was für einen dritten? Naja, den dritten Raum. Alle guten Dinge sind 3. Dafür.
noch nicht. Also, wir haben nicht so viel Geld. Ich würde ganz gerne irgendwie, dass wir die Töpferei und den Entleuchter, das sind ja Sachen, die wir jetzt mittlerweile schon ganz gut können, die wir auch schon eigentlich ausbauen können, auf Stufe 2 oder so, Upgrade. Was passt denn jetzt hier wieder nicht, ey? Halt, dass wir mal regelmäßig Geld reinkriegen hier. Ne? Mhm. Aber nicht vergessen, wir müssen halt alle zuerst zur Allgemeinmedizin. Deswegen haben wir hier die gebaut. Das ist, wir kriegen kein Geld, wenn der 14 warten. Oder dann noch 7. Ja, komm, okay. Dann. Machen wir das so. Passt. Soll ich dann hier hinten nochmal ein paar Automaten dann wieder hinstellen? Ja, wäre nicht schlecht. Machen wir die mal in umgekehrter Reihenfolge, also außen Burp. Puh. Außen Burp, Innengeschmack. What? Da gibt's irgendeine Werbung. Diese Frischhaltefolie, glaube ich, oder? Könnte sein. Außentorpets, Innengeschmack. Ja, genau, richtig. Das war 90er, weil wo hast denn die jetzt noch hergegraben? Hilfe. Hilfe. Und so ein Ding ist noch so ein Mülltonne. So ein Mülltonne. So ein Mülltonne. Voll die krasse Mülltonne. So ein Mülltonne. So wunderschön wie heute. Du bist so schön wie eine Mülltonne. Alter. Ja. Leute. Was wir noch gar nicht gebaut haben, ist dieser Trophäenschrank. Keine Ahnung, ob der was bringt. Ja, vielleicht. Prestige erhöhen. Je nachdem wie teuer. Ich glaube, der war recht teuer. Okay, das musst du noch warten. So, dann kommt jetzt hier noch Zeitschrift dran und dann haben sie im Prinzip alles im doppelten Maß hier. Zack. Maß Bier. Brust. Symmetrie an, oder? Wie gefällt dir das? Ich würde ja am liebsten die zwei Bänke da ranschieben und die Heizung nicht mit, aber... vielleicht für ein anderes Mal. Okay. Station? Also. Station Undertech. Jo, ne? Ja, oder nicht? Also ich würde sagen, das andere kommt dann hier hinten rein oder so, weil... Ja. Dann kann man hier einen großen Wartebereich, eine Toilette und fertig. Was soll denn hier sonst noch rein? Und Toilettentrakt wieder. Ja. Toilettentrakt Nummer 3. Zack. Matt, mach noch eins. Okay. Genau deswegen. Die dürfte aber eigentlich auch bei einer... Zack. Die Tür dürfte auch hier hingehen. Genau, so. Okay. So, Beten. Umkleide. Ich mache erstmal nur eine Umkleide. Wegen Geld sparen. Wir sind nur bei 60.000. Wir haben schon 40.000 ausgegeben von 100. Was? Wir? Okay, ich. So, da muss man lang. Gibt noch einen Spind aufs Haus. Und das Ding. Fertig. Krankenpfleger hier mit Stationserfahrung. Wie viel? Oh, das ist gut. Das ist gut. Okay. 20. Ja. Frau Blaser. Okay, da steht Blazer. Ich weiß, aber... Komm. Da musste sein. Irgendwas stand gerade mit Schäferstündchen da bei ihr. Ernsthaft? Ich hab's nicht mehr rechtzeitig gelesen. Ja, sieht man das, wenn man auf sie klickt, auf das Symbol von ihr nochmal? Auf ihren Kopf? Warte, ich glaube, es geht hier, ne? Dann unter Pfleger, da. Laser? Nee, auch nicht. Dachte ich.
egal. Ihr habt sie in der Aufnahme gesehen. Nein, ich find's jetzt gerade nicht. Nee. Aber schön. Guti, ja, dann bauen wir jetzt hier noch eine Toilette rein und einen kleinen Wartebereich und dann sind wir mit dem Raum durch und haben kein Geld mehr. Heiliges Blechle. Vielleicht ist es echt ein bisschen überdimensioniert beides. Aber keine Ahnung. Werden wir dann eh sehen. So eine kleine Toilette? Die ist wieder unterdimensioniert. Wieso? Was magst du denn auf der linken und rechten Seite noch hingeben? Im Wartebereich? Ja. Und Automaten und sowas. Okay. Dilidi. Musik ist irgendwie, ich weiß nicht, ist, auch bei Pizza Connection war die Musik mitunter das Entspannendste am gesamten Spiel. So. Ja. Müll aber vielleicht noch. Dahin. Zack. Scheißhaus ist eröffnet. Uns fehlt noch ein Heizkörper in der Station auf jeden Fall. Für die Patienten oder für die Angestellte? Wer soll es zusammen haben? Na naja, komm. Wohl war mal nicht zu sein. Kunde ist König. Dank nicht mal bis zum Bett drüber. Naja, geil. Macht halt das Fenster zu, dann wird es nicht so kalt drin, Leute. Achso. Ich will auch noch der typische Mülleimer an der Tür. Wir haben, das Lustige ist jetzt wirklich, wir haben uns bei Pflanzen komplett eingespart, oder? Wir haben nur zwei im ganzen Krankenhaus und die sind auf der Toilette. Die sind hier hinten in der Toilette. Ne, warte mal, ich glaube drei Pflanzen. Hier ist auch noch eine. Aber denen geht's auch richtig gut. Ja, wirklich. Also selten, warte mal, was wir vergessen haben, wir brauchen hier auch noch Ärzte. Da war ja was. Jetzt mal hier den. Und dann warten wir mal einen Tag ab. Vielleicht mal gucken, was wir jetzt hier noch kriegen. Wie teuer ist denn der? 59.000? Ja, ist verarscht. Oh Gott. Grantig kriegt was? Klo-Koller zieht ironische Spitznamen magisch an. Bei Pigmento. Ja. Also, wir hätten gerne Herrn Frau Kendall Pfundig. Ist das Frau oder Herr? Man weiß es nicht. Ist oder auch nicht so wirklich, ist nur Ausbilder. Rupert oder so. Komm, wir warten die 15 Tage noch, das geht auch noch. Sollen wir dabei. Ne, wir können es uns nicht mehr leisten, ne, den neuen Trakt. Nein. Ich setze jetzt hier noch Folgendes hin. Sollen wir die Bänke hier vor oder hier an die Seite? Ich überleg gerade, sollen wir übergangsweise die anderen, die Entleuchtung da reinpacken? Oh, hier rein. In den Trakt, ja. Es wird dann zwar sehr eng, aber es ist jetzt nicht so der rege Verkehr da. Verkehr. 3x3? Ist das nur 3x3? Ja. Dann pack die Toilette auf die Seite. Ja, oder so. Dann könntest du auf die Toilette auf die Seite packen, wo so ein Vierer Platz ist. Können wir auf der anderen Seite da machen. Zack. Ich lasse es mal bei dieser extrem minimalen Ausstattung, weil sonst kriegen wir es hier eventuell nicht. Ja. Dann pack die Toilette auf die Seite. Ich kann doch hier den Raum reinsetzen, oder? Oder passt der nicht? Ich weiß es gerade gar nicht. Naja, es ist wieder nur ein Zweier. Die Toilette hat ja eine Zweierbreite, die wird da noch reingehen, genau. Okay, dann muss aber die Tür hier hinten anders sein, ne? Die ist wieder gut. Wir haben nur die Tür. Zack. Zack. Zimmer. Oh oh. Man. Nein! Halt! Zahlt! Zahlt! Was ist jetzt Töpfer bräuchte? Alter, 20.000? Oh, plus.
Plus. Ja, hier hat sich's mal gut aufgelöst. Wieso jammert der über Toilette? Wir haben hier drei Toiletten. So viel hatten wir noch nie gefühlt. Oh shit, ich glaube, da ist ja einer verreckt. Der hat gerade Ektoplasma weggewischt. Sicher, der hier kotzt auch am Stau und einer. Kann natürlich auch das sein. Oh, könnte auch. Ja. Schon wieder der Typ. Schon wieder unser VIP. Nee. Gerade die VIPs kotzen immer am laufenden Band. Ja, die sind halt andere Zustände gewöhnt, ne? Mhm. Okay, 13.000. Schauen wir mal, ob wir einen Arzt haben. Wieder einen, Ding, das wollten wir noch. Psychodoc. Immer noch nicht dabei. Ah. Wir brauchen aber mehr Ärzte. Warte mal, was macht Entleuchtung? Arzt oder? Arzt, ja. Ich nehme jetzt den günstigsten hier. Pigmento. Zack. Und dann klatschen wir hier halt einfach. Was auch immer er gerade macht. Er spielt mit diesem Farbwürfel. Na dann. Das ist dieses 80er Jahre, wie heißen die nochmal? Mhm. Rubik Cube oder wie heißen die nochmal? Ja, ich sowas. Ach, kalt ist es hier auch noch, ne? Oh Gott. 20! 500. Gleich zu einer Heizung, ja wunderbar. Langt wenigstens für eine Haltung. Wie ein schlimm ist es bei uns schon. Ist echt ein bisschen traurig. Dabei haben wir echt eigentlich minimalistisch gebaut hier drüben, finde ich. Ja. Geht so, ja. Zwei, die fast verrecken gerade. Die schicke ich mal nach Hause. Wobei, der wartet auf die Station, oder? Hm. Echt? Ist ja noch schlimmer. Du hast den falschen weggeschickt, Psychiatrie. Aber ich will ja nicht sagen. Echt? Oh, Entschuldigung. Wen habe ich jetzt weggeschickt? Ich weiß nicht, der da daneben stand. Ach, Lolo, läuft. So machen wir auch Platz. Kleinere Warteschlange? Kein Problem. Anholig, schick doch sie nach Hause. Anholig, hier werden sie nach Hause geschickt. So, jetzt gucken wir mal, welcher Arzt schneller arbeitet. Ja, die sind zur selben Zeit gerade reingegangen in die allgemeinen Diagnosen. Schade. Schade, ich war gerade dabei, das Rennen zu verfolgen. Hä? Was fehlt denn jetzt braucht hier? Braucht das 4x4? Ist das nicht 4x? Oh, oh. Nee, das klappt dann wohl nicht. Braucht das 3x4 oder 4x4? 4x4. Also kriegen wir nicht dran. Naja, oh, es wird schon gehen. Müssen die auf der Seite raus? Die müssen ja nur auf der einen Seite vom Krankenhaus raus. Du könntest den Eingang hinbauen. Verbauen. Egal, dann bau da einfach das 4x4 groß. Geht das nicht? Ich kann das hier nicht hinsetzen. Nee, nicht daher, aber du kannst trotzdem. Ach. Doch, das müsste gehen. Baust jetzt ein. Warte, noch eins nicht über. Absetzen. So? Nein. So? Eins nach rechts, genau. Ja. Und jetzt nach oben bauen. Nach oben? Nach oben. Wie nach oben? Wir brauchen es ja 4 groß. Du hast jetzt zwar gerade den falschen Raum, aber egal, aber wir brauchen 4 groß. Warte mal, abbrechen. Ja, was, ich weiß nicht, was willst du denn jetzt? Ein 4x4 Raum. Ja, aber wir haben doch dann nur eine 3er Breite. Egal, warte, nimm mal. Stimmt. Nee, dann bau die Toilette kleiner. Vertrau mir. Vertrau Dr. Malvo. Okay. Das hat Shekar von Dschungelbuch auch immer gesagt. Vertraue mir. Du kriegst sogar noch eine Toilette hin, wenn du es auf die Seite wahrscheinlich packst. Ja, das bauen wir nachher alles nochmal schick. Okay. Gut. Dann nimm jetzt mal den Dreierraum und pack ihn darüber. Dreierraum nach rechts einfach. Das ist doch auch ein 4x4. Nein, das ist ein Dreier.
Are you ganz sure? Ja. 1, 2, 3, 4. Das ist dieselbe Größe. Nein. Da ist 1 größer als der 2er. Der 2er ist die Toilette. Das ist ein 3x3 Raum, Herr Kollege. Oh, stimmt. Hä, aber wieso? Also packen Sie den jetzt da bitte rüber. Ja, zack. Bank weg. So. Jetzt bauen 4x4 Raum. Tüpferei. Bau den da mal her. Ja. Und den Eingang setzt da jetzt, wo der andere auch Eingang ist. Du siehst schon die dezenten roten Dinger hier überall, oder? Ja, ja, aber es geht sich aus. Oder? Ich glaube, die Tür da hinten muss offen sein, weil sonst die anderen Zimmer rumjapsen. Ach, shit. Das war so lustig an sie im Hospital. Da konnte man Leute einsperren, indem man das so macht. Lol. Aber ich verstehe es nicht, weil hier muss doch keiner raus. Ich bin eine Scheiße. Da musst du doch die Station kleiner machen. Meins. Entschuldigung, gerade beim Umziehen. Ja, dürfen die Umkleidegeräufe. Und raten Sie, was noch passiert? Das Zimmer wird gleich auch nicht mehr existieren. Sie stehen gleich draußen. Der Kopf war nicht lang. Nee, warte mal, das muss auch nee. Was. Na okay, doch passt, wenn das 3x3, den 3x3 Raum würdest du da reinkriegen zumindest. Aber wenn du ein 4x4 reinkriegen willst, musst du noch eins mehr Platz machen. Dann schieben wir doch einfach das Ding. Ja, das löst halt unser Problem nicht vom 4x4 Raum. Ja, passt der dann nicht unten rein? Was ist denn hier die Tür von dem Ding? Da. Okay, das passt. Ist okay. Nee, löst es nicht. Unten passt der 4er nicht rein. Wir haben unten nur eine 4er Breite. Ja, da ist schon der Durchgang dabei. Das heißt, du musst noch. Ich hab's. Nee, da passt schon. Lass das, Anno. Lass das. Du brauchst nur noch auf der linken Seite, da wo du jetzt gerade was hinplatziert hast, das hier wegpacken. Links. Das da? Ich würde es. Nein, warte. Nach links mit dem Mauszeiger, genau. Rauf. Ja, genau, das packst du noch weg, diese 4. Die da. Ja. Das ist auch der merkwürdigste. Ich hab's mir auch gerade gedacht. Naja, effiziente Ausnutzung, aber immerhin vom Platz hier, also. Ja. Die stimmt. Das wäre dem Schönbauer heute nicht passiert, noch mal das Folgen davor. Definitiv nicht. So, alles aber jetzt andere. Ist effiziente Holik am Werk. Oh. Effiziente Holik schlägt zu. So, Pfundig ist günstig, nehmen wir. Stellt aus Versehen mit fremden Augenkontakt her. Kann nicht schaden bei einer OP. Aus Versehen. Tut mir leid. Sollten Sie sich angeguckt gefühlt haben. Okay. Dasselbe könnten wir halt bei der anderen Station auch machen, weil da haben wir jetzt eh weniger Betten gerade drinnen. Da könnten wir auch so ein 3x3 freischaffen und da noch einen Raum reinpacken. Bei dieser Knochenbrecherstation. Nee, das passt schon. Weil die Betten sind gerade überhaupt nicht ausgefüllt. Ja, aber hier gibt es gerade eine Erdbebenwarnung. Das gibt garantiert gleich wieder Unfälle, Masse und noch hier. Okay. Achtung, in dieser Gegend wurde eine seismische Aktivität gemessen. Das könnte unsere. Achso, Geräte beschädigen. Toll! Da
das würde Unfälle und Tode, also nicht Tode, aber Verletzte. Befördere 3 Mitarbeiter. Oh, gut, das kriegen wir hin. Obwohl das mit der Belohnung von. Na okay, probieren wir mal. Okay. Monobrau ist nicht. Achso, Station, oder? Weiterbildung können wir jetzt eh nicht. Und Notfallstation, nee, danke. Wobei. Ja, egal, jetzt habe ich sie ja. Oh! Nehmen wir das noch schnell mit? Wird doch gut zum Folgenende passen. Genau, ich mache gleich einfach alle auf hier. So, zack. Arzt des Jahres! Wer ist das? Fluff! Lucinda Fluff! Herzlichen Glückwunsch! Und Krankenpfleger ist Lars Herbert Turbo, der hat richtig Gas gegeben für den Preis, wa? Wir sind natürlich auch Arbeitgeber des Jahres, weil wir so toll sind. Keine Todesfälle, wenn wir alle. Das haben wir noch nie geschafft, glaube ich, oder? Wenn wir alle heimgeschickt haben dieses Mal. Das ist der Trick, also, okay. Müssen wir uns merken. Ich glaube, ich sterbe gleich raus. Doktor, raus. Stirb draußen, da zählt das nicht mehr. Sie sind meine letzte Hoffnung, raus. Los. Patientenpreis dafür leider nicht. Ja. Okay. Und Kredite kosten uns wahrscheinlich viel. Ausstehende Kredite noch 88.000, ja. So rum haben wir es auch noch nie gehabt hier, ne? Ausgaben zu Einnahmen. Bisher lief das eigentlich wirklich mit dem Geld eigentlich sehr super in den ganzen Krankenhäusern, muss man sagen. Ja, und gerade diesmal, wo wir uns eigentlich schon zusammenreißen und weniger Blumen und so weiter nehmen. Ja. Und dann sowas. Krass. Ich glaube, wir haben es mit den Betten voll übertrieben von dieser einen Station. Ich glaube, die sind ziemlich teuer. Aber jetzt haben wir eigentlich auch nicht mehr so viele da oben. Nur mehr 5. Sollen wir nochmal einen Hausmeister zuholen? Ich glaube, der kippt gleich um hier. Ja. Der Turbo. Ist das einer der Turbos? Was nicht? Hammer. Ich dachte, der Arzt, einer der Pfleger, oder? War doch der Turbo, oder? Der die Auszeichnung bekommen hat, war nicht der. Ah, war es der Pfleger? Ah, ja. Stimmt. Okay. Protokoll, oh Gott. Mal, wer liest sich den ganzen Quark denn hier alles durch, ey? Alter Falter. Das hört gleich mal auf hier. Der Scrollbalken geht immer weiter nach unten. Die Ereignisse eines Jahres. Heizkörper gekauft. Sitzt da jemand wirklich nach mit dem Taschenrechner und denkt so, ja, habe ich ausgegeben. Und guckt, ob der irgendwo... Ist ein Fehler. Das hat aber irgendwie $1 weniger gekostet, als was hier jetzt angezeigt wird. Naja, erinnert mich so ein bisschen von Star Trek Armada 2. Hast du das mal im Multiplayer gespielt? Oder Skirmish gegen KI oder überhaupt? Ja. Überhaupt schon. Aber nur PvP. PvE. Nur PvP. Aber nicht im Multiplayer. Nein. Jetzt bin ich verwirrt. Da gab es doch am Ende immer dieses Logbuch, wo die Geschichte, die Bauzeit eines jeden Schiffes mit Sternendatum, mit gegen wen hat es gekämpft, in welchen Schlachten hat es gekämpft, wann wurde es von welchem Schiff zerstört, und dann konntest du dieses Schiff anklicken, das es zerstört hat, und dann konntest du davon auch angucken, zu welcher Sternzeit wurde es gebaut, an welchen Schlachten hat es teilgenommen, wann wurde es zerstört oder hat ein Schiff zerstört. Das war so extrem detailliert. Okay, weiß es nicht mehr, okay. Aber das war... Ich fand das jedes Mal so, what the fuck, wer liest sich das denn durch? Ich bin gerade begeistert. 2. Jänner, Timmy Falk hat eine Toilette gereinigt. 2. Jänner, Lorenz Panther hat eine Pflanze gegossen. Erster Jänner, Mitarbeitergehälter gezahlt. Das kann man doch auch weggeben. Ich wollte sagen, das kann man das wirklich? Das kann man eigentlich überspringen, oder? Also unser Ruf ist auch echt, gut, es sterben halt keine, ne? Da müssen wir jetzt echt, was ist das denn? Erdbeben. Ja, der Ausgang des Erdbebens gucken wir beim nächsten Mal, wir sind nämlich jetzt bei 30 Minuten. Ich würde sagen, besten Dank fürs Einschalten, nicht vergessen, kommentieren, abonnieren und liken und drücken sich da unter, sonst das Erdbeben
jetzt nicht wieder alles kaputt macht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.